Ich habe euch ja schon ewig lange eine super easy Babyjacke versprochen. Jetzt ist es soweit. Wir stricken mit einem Sockengarn 6-fach und Nadel Nummer 4. Die Zauberformel für die Babyjacke ist 12, 6, 12, 6, 12. Wir schlagen 12 Maschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eine Masche, 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Masche, 12 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eine Masche. 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Masche. Und nochmal 12 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich ziehe die zweite Nadel heraus und in der ersten Reihe, das ist eine Rückseite, eine Rückreihe, stricken wir alle Maschen links, bis auf die ersten 6 und die letzten 6 Maschen, die werden rechts gestrickt. Diese werden dann zur Blende für die Vorderteile und die wird kraus rechts gestrickt, also alle Maschen immer rechts, damit sie sich nicht einrollt. Weil der Rest der Jacke glatt rechts gestrickt wird, also auf der Vorderseite rechte Maschen, auf der Rückseite linke Maschen. Daher stricken wir nun alle linke Maschen bis wieder auf die letzten 6 Maschen, die werden rechts gestrickt. Das Video ist jetzt ganz schnell gestellt. Ich stricke natürlich nicht so schnell. Also alle Maschen links bis auf die ersten und die letzten 6 Maschen, die werden rechts gestrickt. Damit sich dann die Blenden an den Vorderteilen nicht einrollen. In der nächsten Reihe werden wir zum ersten Mal zunehmen. Du strickst 12 Maschen rechts für einen Vorderteil. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, 6 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, 12 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, 6 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, wieder 12 Maschen rechts. In der Rückreihe stricken wir bis zum ersten Umschlag, also 6 Maschen rechts, die anderen Maschen links. Also
Also linke Maschen bis zum Umschlag, bis zum ersten Umschlag. Der Umschlag wird rechts verschränkt abgestreckt, das heißt, du stichst in die hintere, in den hinteren Maschendraht ein, dann eine Masche links und den zweiten Umschlag wieder rechts verschränkt abstricken. Die anderen Maschen links stricken. Also alle Umschläge werden auf der Rückseite rechts verschränkt abgestrickt, alle anderen Maschen links, bis auf die ersten sechs und die letzten sechs Maschen, die werden rechts gestrickt. Ich habe das Video wieder schnell gestellt. Und nicht vergessen, die letzten sechs Maschen wieder rechts stricken. In jeder zweiten Reihe auf der Vorderseite werden nun Maschen zugenommen. Immer um diese Nahtmaschen herum, das waren diese einzelnen Maschen. Ich bezeichne die einfach als Nahtmaschen, weil die dann wie eine Naht erscheinen, wie eine Raglan-Naht. Und vor diesen Maschen und nach diesen Maschen wird jeweils ein Umschlag gestrickt, immer in den Hinrein, in den vorderen Reihen. Du erkennst diese ganz einfach daran, dass vor und nach dieser Masche dann jeweils eine Masche links erscheint, weil wir auf der Rückseite die Umschläge rechts verschränkt abgestrickt haben. Daher erscheinen die dann auf der Vorderseite als linke Maschen. Du brauchst daher nicht zu zählen, sondern du achtest einfach drauf, wenn eine linke Masche kommt, kommt danach ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Das heißt, diese Maschen kennzeichnen dir ganz deutlich, wo du immer zunehmen musst. Damit das Ganze nicht langweilig wird, stricken wir auch noch Streifen in einer Kontrastfarbe oder einer passenden Farbe zum Sockengarn. Und damit diese plastisch hervortreten, stricken wir die Graus rechts. Das heißt, die stricken wir auf der Vorderseite rechts und auf der, in den Rückreihen ebenfalls als rechte Maschen. Nur die Nahtmaschen werden auf der Rückseite als linke Maschen gestrickt. Und die Umschläge werden auch dabei auf der Rückseite rechts verschränkt gestrickt. Also hier sind wir noch bei einer Reihe rechter Maschen in einer Hinreihe. Du nimmst genauso zu wie in den anderen Hinreihen, also jeweils einen Umschlag vor und nach der Nahtmasche. Und ich stricke die Streifen so, dass ich immer 8 Reihen mit dem Sockengarn stricke und 2 Reihen mit der Kontrastfarbe. Das erleichtert dir dann auch das Zählen, das heißt, du hast dann immer 10 Reihen, machen einen Musterstreifen aus. Und für den Oberteil strickst du 30 Reihen und 2 Reihen, also ich habe insgesamt 32 Reihen gestrickt, also 3 Musterstreifen und noch 2 Reihen dazu. Und in jeder zweiten Reihe wird mit Umschlägen zugenommen.